5 Monate. So lange ist es inzwischen her, als ich meinen LG CX bekommen habe. Und auch so lange ist es her, als ich das erste Video zu diesem Fernseher hier auf meinem Kanal präsentiert habe. Wie sieht nun meine Meinung zu diesem Gerät nach dieser Zeit aus? Bin ich immer noch der gleichen Meinung oder habe ich den Kauf bereut? Diesen Fragen und mehr stelle ich mich in diesem Video und damit grüße ich euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn euch die Videos rund um das Thema OLED TV gefallen und ihr mehr solcher Videos auf meinem Kanal sehen wollt, dann brauche ich eure Unterstützung. Wie könnt ihr mich unterstützen? Ganz einfach, gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben und hinterlasst einen kleinen oder großen Kommentar. Das füttert den YouTube-Algorithmus, ist kostenlos und hilft meinem Kanal ungeahnt. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video beziehe ich mich hauptsächlich auf die Aussagen aus meinem Review-Video. Ich empfehle euch, das Video vorab gesehen zu haben. Ich habe euch das Video oben in der Infobox verlinkt. Der LG CX ist ein OLED-TV, welcher vor allem durch seinen doch recht attraktiven Preis in Kombination mit seiner sehr guten Ausstattung ein echter Hingucker ist. Ich meine HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, 120Hz 4K-Panel, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium. Um nur einige der Features aufzulisten, die den TV zu etwas Besonderem machen. In meiner Review habe ich vor allem die grandiose Bildqualität und das sehr ausgereifte WebOS-Betriebssystem gelobt. LG hat in der ganzen Zeit schon einige Firmware-Updates herausgebracht, die den TV weiter optimiert haben. Seit dem Review-Video möchte ich vor allem AMD FreeSync Premium als große Neuerung nennen. FreeSync ist die Konkurrenztechnologie zur Nvidia G-Sync und ermöglicht mit einer kompatiblen Grafikkarte oder Spielkonsole variable Bildwiederholungsfrequenzen in Computer- oder Videospielen zu verwenden. Ich war sehr überrascht, als ich erfahren habe, dass der CX nun auch FreeSync unterstützt. Definitiv ein weiterer Kaufgrund für diesen Fernseher. Die Firmware-Updates haben noch weitere Optimierungen an der Bildqualität vorgenommen, auch wenn diese nur im Detail zu finden sind. So ist mir aufgefallen, dass die Darstellung in dunklen Bereichen noch etwas ausgefeilter geworden ist als noch zu Beginn. Und da war diese schon auf einem Rekordniveau. Auch die Zwischenbildberechnung hat Verbesserung erhalten, auch wenn sie gerne weiterhin in gewissen Situationen kleine Ghost-Effekte produziert, ist sie merklich besser geworden. Etwas, was sich wiederum noch nicht verbessert hat, ist die Performance des Fernsehers. Bitte versteht mich da nicht falsch, die Geschwindigkeit des WebOS-Betriebssystems ist ebenfalls sehr erhaben, aber im Vergleich zu den vorherigen Generationen ist diese merklich zurückgegangen und die aktuellen Firmware-Updates haben diese Problematik noch nicht aus dem Weg geschaffen. Schade, ich hoffe, LG bessert das bald aus. Auch vertragen sich mein LG CX und mein Denon AVX 4500H AV-Receiver aktuell überhaupt nicht. Erst sporadisch und dann von heute auf morgen hat sich ARC, der Audio Return Channel, verabschiedet. ARC wird dazu genutzt, um Audioinformationen vom TV zum Audio-Receiver über ein HDMI-Kabel zu leiten. Eigentlich eine nette Sache, vor allem da der LG ja auch EARC für Dolby Atmos und Co. unterstützt. Da diese Funktion aktuell nicht funktioniert, habe ich keinen Sound, wenn ich die TV-Apps wie Netflix oder YouTube nutze. Das ist sehr belastend. Ob dies nun am LG oder am Denon liegt, ist schwierig herauszufinden. Gut, dass ich noch einen Apple TV 4K meinen eigen nennen darf, der da unproblematisch für Abhilfe sorgt. Ich denke, an dieser Stelle warte ich mal Firmware-Updates beider Seiten ab. Eine ähnliche Problematik hatte ich bei meinem alten C8 auch mal. Ich möchte jetzt off-script bzw. aus dem Schnitt noch zu dieser ARC-Thematik etwas hinzufügen. Gestern hat mein LG CX tatsächlich ein Firmware-Update erhalten, was diese Problematik augenscheinlich aus dem Weg geschaffen hat. Ich möchte das einfach nur erwähnt wissen, falls ihr das Problem haben solltet. In den letzten 5 Monaten habe ich wirklich alles querbeet geschaut und den TV ganz gewöhnlich genutzt. 16:9, 21:9, 4:3 und Gaming-Inhalte. Bildfehler in Form einer Schattenbildung à la Burn-In kann ich nicht ausmachen, das Panel performt wirklich sehr gut. Der Refresh-Algorithmus geht, wie beschrieben, nach jeweils 4 Betriebsstunden ans Werk und wenn es notwendig ist, informiert der Fernseher einen, wenn es Zeit ist für einen großen Refresh-Algorithmus. In meinem Review-Video erkläre ich euch, wie das mit dem Refresh-Algorithmen allgemein funktioniert. Dennoch ist nicht alles schön, was glänzt. Seit einiger Zeit kann ich vertikal verlaufende Linien ausmachen, die durch das Bild gehen. Es kommt stark auf den Bildinhalt an, ich würde es als vertikales Bending bezeichnen. Ein Phänomen, welches OLED-Fernseher wie LED-TVs das Clouding plagt. Mein C8 war von dieser Problematik komplett befreit, mein CX wohl nicht. Dabei sollte erwähnt werden, dass vertikales Bending sporadisch auftreten kann. Soll heißen, dass zum Beispiel ein CX von 10 diesen Fehler haben kann. Es ist durchaus möglich, dass dieser Bildfehler sich nach einiger Zeit wieder verabschiedet. Sollte das Bending zu extrem werden, werde ich mich mit LG in Verbindung setzen und ein neues Panel erbitten. Aktuell ist der Bildfehler noch zu unbedeutend, um wirklich nur bei sehr genauem Hinschauen auszumachen.
Nur, wie sieht jetzt meine allgemeine Meinung zu diesem Fernseher aus? Und ja, da muss ich sagen, dass ich alles unterschreiben kann, was ich in meinem ausführlichen Review-Video bereits erwähnt habe. Dank der Firmware-Updates und der neuen Funktion wie AMD FreeSync Premium ist der CX effektiv noch besser geworden und gehört für mich weiterhin zu den besten OLED-TVs 2020. Ich spreche weiterhin eine klare Kaufempfehlung aus und da der Preis in den letzten Monaten bereits um gut 800 Euro gesunken ist, schon fast ein Schnäppchen. Wenn ihr Interesse habt, habe ich euch den TV unten in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne würde ich sagen, dies war mein Meinungsvideo nach 5 Monaten zum LG CX OLED TV. Wenn ihr Fragen habt oder eure Erfahrungen niederschreiben wollt, dann zögert nicht und schreibt diese in die Kommentarsektion. Auf dem Weg dahin hinterlasst gerne ein kostenloses Abo, denn nur so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem OLED TV und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!